Das hier war ich, als ich angefangen habe, mein erstes Business zu gründen. Denn um im Leben erfolgreich zu werden und wirklich voranzukommen, brauchst du vor allem zwei Dinge. Das richtige Umfeld und Selbstvertrauen. Und das beides hatte ich definitiv zu der Zeit nicht. Denn egal was du machen willst, früher oder später wirst du eh in Kontakt mit Menschen kommen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dir genau jetzt ein eisernes Selbstbewusstsein aufzubauen. Falls du dich also manchmal noch unwohl fühlst oder sogar Respekt vor dieser Aufgabe hast, dann solltest du dieses Video auf jeden Fall weiterschauen. Denn heute werde ich dir 5 konkrete und noch heute umsetzbare Booster für dein Selbstvertrauen mitgeben, welche mir geholfen haben, nicht mehr der schüchterne Informatiker von damals zu sein, sondern ein eigenes erfolgreiches Leben und Business aufzubauen. Und keine Sorge, wenn du das alles genauso in der Reihenfolge umsetzt, kannst du noch so schüchtern und unsicher sein. Das bekommen wir garantiert in den Griff. Also viel Spaß dabei. Alright, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Adrian Philipp. Falls du mich noch nicht kennst, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier geht es rund um das Thema Businessaufbau und Selbstständigkeit. Falls du mich schon kennst, herzlich willkommen zurück. Und wie eben schon gesagt, heute soll es um 5 richtig effektive Booster gehen für dein Selbstvertrauen. Wenn du jetzt denkst, ich bin aber introvertiert, ich kann das gar nicht, ich bin selbst eine sehr introvertierte Person, aber Introvertiertheit heißt nicht gleich immer Schüchternheit. Und das ist so ein Learning, was ich damals erstmal lernen musste für mich, dass ich nicht diese Schüchternheit angeboren habe, dass ich daran was verändern kann. Und ich gehe mal davon aus, wenn du dieses Video hier siehst, wird das nicht das erste Video in diese Richtung sein. Heißt, du bist definitiv schon mal sicher, dass du was an dieser Situation verändern kannst. Und das ist sehr, sehr gut. Denn Schüchternheit ist einfach einer der größten Blockaden für uns in unserem Leben, wenn wir vorankommen wollen. Weil ohne Leute, ich habe es anfangs gesagt, ohne ein Umfeld, was dich voranbringt, ohne Selbstvertrauen kommst du einfach nicht voran. Du kannst nur ein neues Umfeld kennenlernen, wenn du selbstbewusst genug bist, auf Leute zugehen kannst und interessant für die Leute bist. Deshalb würde ich auch sagen, verlieren wir gar nicht mehr zu viel Zeit. Ich würde direkt mal mit dem ersten Tipp anfangen und der ist wirklich für absolut jeden umsetzbar, der mindestens ein Handy hat. Und zwar ist der erste Tipp, wie gesagt, jetzt nicht direkt, hey, sprich 20 Leute auf der Straße an, sondern stell dir eine Kamera hin, wie ich es hier gerade habe, oder dein Handy und film dich einfach mal selbst, wie du etwas in diese Kamera redest. Das ist wie eine Person, wie so ein Dummy, der vor dir ist, dem du aber auch was erzählen musst, weil es ist ja ein Auge, das sieht dich, du kannst es dir im Anschluss anschauen. Und dann kannst du quasi so eine Therapie machen, dass du im Anschluss dich selbst anguckst und dir denkst, ach du Scheiße, was bin ich eigentlich für ein Typ, wie höre ich mich an, wie sehe ich aus, wie artikuliere und gestikuliere ich vor der Kamera. Ja, aber andererseits hilft es ja auch sehr, sehr gut frei zu sprechen. Deswegen, das Ganze kannst du direkt umsetzen, wird dir schon mal helfen, ein bisschen klarer und freier sprechen zu können, bevor du das Ganze direkt an Menschen probierst. Punkt 2. Du musst dich einfach mal daran gewöhnen, vor Gruppen oder vor allem vor Gruppen, die vielleicht auch erstmal gemischt sind von Freunden und fremden Leuten, auch mal zu sprechen. Na, ich bin jemand, weiß ich, wenn man jetzt auf einer Hausparty war, 10 Leute, hauptsächlich Bekannte, aber auch unbekannte Leute dabei, ich war immer derjenige, der so still zugehört hat. Vielleicht erkennst du dich darin wieder. Man hört die ganze Zeit still zu, man weiß ganz genau, worum es geht, man macht sich seine eigenen Gedanken, aber wirklich was sagen tut man nicht. Und das ist ein richtig, richtig geiler Tipp, wenn du den umsetzt, wenn du einfach mal anfängst, dich zu einem Thema zu äußern. Vielleicht sagst du vorher, ich will über das Thema sprechen und sprichst das an. Vielleicht sagst du auch einfach, jetzt wird vielleicht über das Thema, weiß ich, Fußball gesprochen. Und du sagst dann, nimmst dir vor, okay, hey, ich will heute mal darüber sprechen, was die Leute zu meinem Lieblingsverein denken oder was weiß ich. Können die banalsten Themen sein, Hauptsache, du streust mal was ein. Dass du einfach aktiv anfängst, etwas zu erzählen, aktiv anfängst, die Oberhand zu nehmen, aktiv anfängst, das Gespräch zu leiten. Ist im kleinen Stil, wird niemand bemerken und für dich ist es super komfortabel, aber es wird dir helfen, deine Komfortzone zu erweitern. Kommen wir nun zum dritten und ich glaube sogar spaßigsten Punkt hierbei, und zwar sind das dir kleine Challenges zu geben. Das können die kleinsten Sachen sein. Ich habe da viel auch auf meinem Roadtrip so durch England und Schottland gemacht, aber Challenge ist beispielsweise, geh einfach mal durch die Straßen und frag 5 Leute nach der Uhrzeit. Ne? Wildfremde Leute, gehst hin, Entschuldigung, ich habe mal eine kurze Frage, wie spät ist es? Ich habe leider meine Uhr nicht dabei. Ah ja, so und so viel Uhr. Super, vielen Dank, schönen Tag noch. Einfachste auf der Welt. Oder an der Kasse, die Kassiererin fragen, so. Vielleicht wie spät es ist oder keine Ahnung, wann die neuen Angebote in der Woche reinkommen oder. Kleine Smalltalk-Interaktion. Kannst auch noch einen Schritt weiter gehen. Geh mal raus und mach 20 verschiedenen Leuten in der Fußgängerzone ein zufälliges Kommentar. Einfach im Vorbeigehen, sagst so, hey, richtig schicker Schal, gefällt mir sehr gut, hab noch einen schönen Tag. Das reicht schon. Und du kannst das Ganze immer noch weiter intensivieren. Ne? Also wenn du mal Challenge-Ideen haben möchtest, schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram, adrian-philipp-, gebe ich dir sehr, sehr gerne ganz viele Ideen mit. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung zu Punkt 4, und zwar das richtige Mindset. Wann war mal irgendjemand Verrücktes auf der Straße, der irgendwie,
sich voll daneben benommen hat, wie schnell hast du ihn vergessen? 10 Sekunden, eine Minute, das war's wahrscheinlich. Ne? Und deswegen hinterfrag dich einfach mal, woher kommt diese Unsicherheit? Ist es vielleicht durch dein Sprechen? Ist es durch dein Aussehen? Ist es durch das, was du sagst? Ist es durch deine Größe, dein Über- oder Untergewicht? Was weiß ich, woher kommt dann diese Unsicherheit? Und ist das wirklich so prägnant, dass es so einen riesen Einfluss hat, warum du vielleicht unsicher vor anderen Leuten bist? Ne, macht das so einen riesen Unterschied, vor allem perspektivisch jetzt auf die Beispiele, die ich dir gegeben habe. Ne? Leute können noch so verrückt sein, es juckt niemand. 99,9% der Leute ist das völlig egal, die kennen dich nicht, werden dich kurz sehen vielleicht und dann bist du wieder weg. Und kommen wir nun zu meinem Lieblingspunkt, Punkt 5. Das ist ein richtig geiler geheimer Cheatcode, der ist so simpel wie aber auch genial. Er ist unfassbar wichtig, unfassbar mächtig auch für dich. Und zwar ist das der 3-Sekunden-Cheatcode. Was meine ich genau damit? Das nächste Mal, wenn du vor einer Entscheidung stehst, das kann schon sowas Banales sein, wie du bist im Restaurant, möchtest was essen gehen, du erinnerst dich, ah ja, ich muss den 3-Sekunden-Cheatcode weiterüben. Dann gehst du hin, schlägst die Karte auf und gibst dir genau 3 Sekunden, um eine Seite zu finden und genau 3 Sekunden, um ein Gericht auszuwählen. Dann schnelle Entscheidungen treffen. Das ist super, super wichtig. Anderes Thema, mal angenommen, du bist jetzt in so einer Challenge drin. Ne? Aus Punkt 3 eine Challenge, eine Person auf der Straße anzusprechen. 3-Sekunden-Regel. Du zählst leise in deinem Kopf vor 3 runter, 3, 2, 1 und dann fängst du einfach an mit der Handlung. Das kann in dem Fall einfach sein, du gehst einfach mal direkt auf diese Person zu, um sie anzusprechen. Das heißt, diese 3-Sekunden-Regel, da gibst du dir einfach keine Zeit zum Überlegen, um einfach eine Aktion zu machen, wie beispielsweise eine Person anzusprechen. Weil das Ding ist, wenn wir länger als 5-6 Sekunden über irgendwas nachdenken, dann fangen wir an, irgendwelche Ausreden zu finden. Aber wenn wir uns nur 3 Sekunden geben, ab dem Impuls bis zur Ausführung, dann hat unser Kopf gar keine Wahl mehr, als es einfach zu machen, weil in diesen 3 Sekunden können wir gar keine Ausreden finden. Und dann ziehst du es einfach durch. Das ist das Mächtige hierbei, wenn du da halt eben dich daran halten kannst. Deswegen gehst du einfach hin, so, ich möchte diese Person ansprechen, 3, 2, 1, okay, ich gehe drauf los. Und währenddessen kommen mir vielleicht Dinge in den Kopf oder was weiß ich. Aber du ziehst es einfach durch. Und wenn du das Ganze immer wieder machst, wirst du immer wieder merken, hey, da passiert nichts Schlimmes, die Leute sind nett, vielleicht kriegst du mal eine Ablehnung, okay, aber bei den anderen 10 war es nicht so. Wenn du das immer wieder durchziehst und auch mit dieser Regel immer wieder weitermachst, dann kannst du irgendwann so krass Selbstvertrauen, dass du auch ein inneres Selbstvertrauen aufbaust, ein Selbstbewusstsein aufbaust und du unaufhaltbar bist. Du bist ja hier, weil du erfolgreich im Leben werden willst, weil du vorankommen möchtest. Ne? Entweder möchtest du ein eigenes Business aufbauen, bist gerade mitten in deiner Persönlichkeitsentwicklung oder hast vielleicht sogar schon eine eigene Selbstständigkeit als Fotograf beispielsweise. Kann ja alles sein. Ne? Aber es gibt ja irgendeinen Punkt, dass du auf dieses Video geklickt hast, dass du vielleicht gesagt hast, ey, aber irgendwie, ich fühle mich noch manchmal unsicher bei irgendwas. Ich gehe nicht so gerne auf Leute zu, ich mache nicht so gerne Sales. Oder hey, ich spreche aber nicht so gerne neue Leute an, ich habe nicht so ein geiles Umfeld. Erstmal hoffe ich natürlich, dass dir diese 5 Tipps schon weitergeholfen haben, weil wie anfangs erzählt, wenn du die jetzt einfach komplett Stück für Stück alle umsetzt, die bauen ja aufeinander auf, dann kannst du es alles noch heute machen und heute umsetzen und wirst direkt die Ergebnisse erzielen. Ich weiß aber genauso, dass der Großteil, 9 von 10 Leuten, die dieses Video hier sehen, nichts danach machen werden. Wenn du aber jetzt sagst, hey Adrian, aber ich bin der 10., ich setze die Dinge direkt um, ich will besser werden, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du definitiv auch dafür gemacht und wirst definitiv auch den Erfolg im Leben haben. Also, sei die 10. Person, die das Ganze hier umsetzt. Und wenn du jetzt das Ganze auch abkürzen möchtest oder wir auch einfach mal persönlich miteinander sprechen sollen, dass du direktes Feedback zu deiner Situation bekommst, vor allem dich vielleicht mal traust, mit mir darüber zu sprechen und sagst, hey Adrian, komm, ich überwinde jetzt mal so ein bisschen meinen Schweinehund, ich spreche jetzt mal mit dir über meine Situation, weil ich mein Business aufbauen möchte oder mein Business skalieren möchte, dann können wir das sehr, sehr gerne tun. Geh dazu einfach auf den ersten Link in der Beschreibung auf adrianphilipp.com, trag dich dort für ein völlig kostenfreies und unverbindliches Gespräch mit mir ein. Das geht super schnell, dauert 1-2 Minuten, dann werde ich mich bei dir melden und wir werden gemeinsam mal herausfinden, wie deine aktuelle Situation ist und vor allem auch werden wir gemeinsam einen Plan erstellen, der ja zu deinem Ziel hinführt, das wir vorher definiert haben, bestenfalls natürlich ein eigenes Business. Und ich würde sagen, jetzt kannst du direkt mal die 3-Sekunden-Regel anwenden. Zähl jetzt mal leise in deinem Kopf 3 Sekunden runter, geh in die Beschreibung, klick auf den Link, trag dich ein und dann hören wir uns schon ganz bald persönlich wieder. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Abonnieren nicht vergessen, wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, um nichts mehr zu verpassen. In dem Sinne, 3, 2, 1, wir hören uns. Mach's gut.